So. Nächste Tür auf. Und ich hoffe, das ist jetzt der letzte Raum. Ich weiß nicht, also es ist ein bisschen unnötig, die so viel Hin- und Hermacherei hier reinzubauen jetzt noch. Das muss eigentlich nicht sein. Das zieht es nur unnötig in die Länge. Und es hakelt wieder. Bleib mal hier. So. Und mal wieder Pause. Es ruckelt gerade wieder ganz gewaltig. Ich warte jetzt einfach mal hier. Einen kurzen Moment. Ah, jetzt ist zumindest wieder ein bisschen hochgegangen. Naja. Und dann werde ich mir erstmal die Säcke da mit dem Cutter vornehmen. Und die Dinge, die die setzen, nehme ich danach erstmal, weil ich ja hier schön Deckung suchen kann. Vielleicht ist das eine ganz gute Variante. Oh. So, Ärmchen ab. So, sehr gut. Ja, ist natürlich schwierig jetzt unter der Ruckelei so zu zielen. Aber muss halt irgendwie. Muss irgendwie. Ja, sehr gut, danke. Muss halt gehen, ne? So, das war's schon mal für den ersten. So, das kriegen wir doch hin, ne? Ah, vielleicht muss ich dann doch mal um die Ecke schauen. So. Ja, ist gut. Whoa! What the fuck? Ich hätte eine ganze Plantage hier angesetzt von den Dingern. Alter Verwalter. Ja, ist okay. So. Jetzt widmen wir uns mal hier. So. Haben wir es jetzt, ja? Uiuiuiui. Okay, wir müssen da lang. Ruhig bleiben bitte. So, da können wir auch noch mal in den Shop gehen. Nochmal die kleinen Medipacks hier verbraten. Haben wir noch ein kleines? Gleich mal schauen. Oh ja, haben wir. Sehr schön. So. Gut, wir haben noch zwei Halbleiter, die wir noch mit einbauen, hier verkaufen können. Und ich würde sagen, davon kaufen wir uns Cutter-Munition. Vielleicht noch zwei, drei Impulsprojektile. Schauen wir mal. Ich glaube, an der Bank spiele ich jetzt nicht mehr rum. Ich werde jetzt, glaube ich, mit dem, was ich habe, auskommen. So. Ah, weißt du, scheiß drauf, das nimmt bloß Platz weg. Stase packen behalte ich mal. Gut, der Rest ist ja alles Muni, ne? Ja, sehr schön. Ja, das Impulsgewehr haben wir gerade gesehen. Das ist natürlich auch gleich eine ganze Ecke teurer geworden. Also wenn wir es jetzt verkaufen würden, ist eine ganze Ecke wertvoller geworden. 71.000 Credits, da könnte ich nochmal ordentlich Knoten sammeln, also ich könnte jetzt auch richtig gut mich hier mit Muni eindecken dadurch. So, Impulsprojektile. So, noch ein bisschen, damit wir ja nicht in Nöte kommen. So, noch mal kurz hier unten gucken. Oh, groß. Uiuiuiui. Große Medipacks kosten ganz schön, wa? Okay. Nur zur Sicherheit. Ich glaube nicht, dass wir das alles brauchen werden, aber hey. Hat auch genau vom Platz her gepasst. Gut, jetzt sind wir wirklich fett ausgestattet. Also, jetzt kann eigentlich nichts mehr kommen, was uns hier großartig in Munitionsnöte bringen sollte. Hier drüben haben wir sogar noch ein bisschen Impulsmuni. Werden wir nicht komplett auf... Doch, können wir noch komplett aufnehmen, okay. Gut. Ich muss weiterhin dort lang. Hier ist noch mehr Impulsmuni. Das könnte ich natürlich auch mal... Das hätte ich mal vorher einsammeln können, einfach, ne? Was soll's? Plasma-Energie, können wir die mitnehmen? Können wir auch nicht mitnehmen. Schade. So, ich klappe ja erstmal alles nebenbei ab. Hier drüben ist noch... Du lebst doch noch, oder? Lebst du?
Lebst du? Er lebt noch! Ja, er lebt noch! Er lebt noch! Er lebt noch! Ja, er lebt noch! Er lebt noch, stirbt nicht! So. Ich glaube, ich muss meinen Marker mal wieder ansacken. Kann das sein? So. Den müssen wir da bestimmt noch weiter schleppen hier. Na klar. Ich gehe mit meinem Marker. Mein Marker mit mir. Oh, meine Stimme ist so schön angekratzt. Herrlich. Fehlfunktion der Brücke. Deshalb müssen wir also erstmal hier lang. Ist in Ordnung. Ich glaube, ich klappe aber erstmal die Seitenräume ab hier. So. Ach, Seitenräume. Von wegen. Das sind die Schleusen, damit es weitergeht einfach nur. Oh, bitte sagt mir, dass dann Schluss sein wird, wenn ich hier durch diesen Raum durch bin. Ich habe echt keinen Bock mehr, dieses Ding noch ewig durch die Gegend zu schieben. Leute? Sind wir nicht auf einem Planeten? Sollte hier nicht Schwerkraft vorherrschen? Tritt Schwerelosigkeit. Wie das denn? Naja, was soll's. Ihr werdet euch schon was bei gedacht haben, oder auch nicht. So, schauen wir mal, wo es hier überhaupt hingeht. Oh yeah. Ich verliere die Orientierung. Stirb doch mal. Say what? Wow, warte mal. Warte mal, lass mich erstmal hier die Orientierung zurückgewinnen. Müssen noch keine Panik verbreiten hier. Alles gut. Wir fliegen schon wieder Beine rum. Ich weiß nicht, was die mit ihren Beinen immer haben in dem Zero Gravity Bereich. Da fliegen ständig Beine in der Gegend rum. Hier schon wieder Bein, Bein, Bein. Überall nur Beine. Ich habe zwar gerade auch andere Körperteile gesehen, aber Beine, Beine, Beine. Man könnte meinen, die Leute bestehen nur aus Beinen, die hier herkommen. Ja, warte doch mal. Ich wollte gerade sagen, bleib doch da zum Spielen. So, passt doch. Ach was, du brauchst 3 ab. Ist ja nicht zu fassen. Die werden ja immer happiger. Jetzt muss ich schon alle 3 Tentakel abschießen hier. Nee, nee, nee. Das sind Zustände. So, wo gehen wir eigentlich hin? Ganz ehrlich, wo gehen wir hin? Das ist alles ein bisschen kurios hier. So, ach, brauchen wir nicht. This is Igel. Übersetzung, das ist egal. Nur für alle, die es nicht... die so einen Kauderwelsch noch nicht gehört haben. Benutze ich relativ häufig mit meiner Freundin. Oh, es gibt mal wieder Boden unter den Füßen. Das sieht ja mal wieder richtig geordnet aus hier. So, Strahlmuni immer noch nicht. Stase ist voll. Gib mal hier ein bisschen Plasma-Muni rein. Ach nee, wieder bloß Impuls. Na gut. Dann stellen wir mal den Strom wieder her. Wunderbar. Ist das gesund jetzt wieder da hochzugehen? Das sieht so... so falsch aus. Aha! Natürlich. Ja, leck mich doch. Boah, muss ich auch noch das Ding genau erwischen? Nee, muss ich nicht. Gut. Wäre ja noch schöner hier. Oh, hi. Warte mal. Warte mal. Boah, Leute. Überrumpelt mich doch nicht so mit eurer Herzensgüte. Ich will mich erstmal um den da kümmern. Kollege, wie bist du? Ach da. Diese Schwerelosigkeit macht meine Orientierung ein bisschen zu schaffen, muss ich sagen. So,
Der letzte soll mal kommen von sich aus hier. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Da oben ist er. Siehst du mal. So. Alles gut. Alles in Ordnung, so lässt sich das leben. Wir müssen mal kurz gucken mit der Plasma-Katamonie. Ja, ist okay. Ist okay. So, und schnell durch. Solange die Stase noch aufrecht ist. Deswegen liegen wahrscheinlich auch so viele Beine hier herum, weil einfach die Leute in den Lüfter gekommen sind. In den Ventilator rein, alles klar. So, jetzt mal rüber hier. Das nehmen wir noch mit. Oh, hier ist auch was. Oh, schön. Ende der Schwerelosigkeit. Ist ja ein Scherz, oder? So, einmal vorbei an hier. Dass ich die nochmal wieder sehe. Genau so einen meinte ich. Das ist halt einer, der darauf ausgelegt ist, dass man halt mit Stase rangeht. So. Oh! Scheiße! So, einmal drumherum. Und dann nehmen wir mal den breiten Strahl und schießen ihn mal die Rücken. Oh, schlecht. Gab's da nicht irgendwo eine Stasi-Station hier drüben, ne? Oh Mann. Ernsthaft? Warte. Warte kurz, ich bin gleich soweit. Mach mal die Brücke hoch. Da habe ich mal meine Ruhe vor denen. Ganz kurz. Oh, oh, der ist schneller als ich dachte. Stimmt, die waren ziemlich schnell, ne? Die waren ziemlich flinke Bastarde. So, war's das? Das war's. Schön. Haben auch den hingekriegt. Energieknoten sogar noch. Wie nice. So, und dann können wir jetzt ja eigentlich weitergehen, wa? Das ist doch sehr schön alles. In die Mitte mit dir. So. Einmal nachgeladen, der Herr. Sehr schön, sehr schön. Und nochmal kurz geguckt, wenn wir hier schon mal einen Shop haben, dann müssen wir natürlich auch schauen, ob wir nicht wirklich noch was brauchen vielleicht. Ich glaube aber nicht. Oder warte mal. Habe ich gerade schief geguckt? Nee. Ja, noch über 100 Schuss für den Cutter, das sollte eigentlich genügen. Also wenn 100 Schuss für den Cutter nicht genügen, dann weiß ich nicht. So, scheiße. Moment, ich bin kurz abgelenkt, geht gleich weiter. Bis gleich. So, weiter geht's. Da können wir auch schon weitermachen. Ich wurde gerade nochmal von meiner Freundin abgelenkt, die mir sagen wollte, Alter, es ist spät. Ach Mensch. Ihr mit eurem Scheiß immer hier. Ja, meine Freundin, die mir sagen wollte, Alter, es ist spät, mach Schluss. Woraufhin ich gesagt habe, Alter, ich bin bald fertig. Ich mach noch fertig hier. Stase, danke. Und jetzt mal angesagt das Ding und durchgezogen. Hallo? Angesagt das Ding und durchgezogen? Oh, Leute. So. Haben wir es ja doch noch geschafft. So. Jetzt lade ich mir nochmal fix meine Stase auf. So. Habe ich gerade einen Gegner gehört? Ach so, bloß der. Ja, der kann weiter vor sich hin siechen. Das ist okay. So, speichern nicht vergessen. Und das Handtuch nicht vergessen. So, einmal gespeichert und weiter geht's. So, darf das jetzt endlich der letzte Raum gewesen sein? Bitte lasst es den letzten Raum gewesen sein. Komm, mach zu. Vielleicht sehen wir ja schon was durch die Tür hier. Habt das bald? So. Ah ne, ich gehe einfach, komm. Noch ein Raum. Sag mal, also... Leute. Was soll denn der Mist? Wie viele tausende Räume wollt ihr denn jetzt noch aneinander packen, durch die ich das Ding hier schleifen soll? Das ist doch langsam echt nur noch nervig.
Was? Was war denn das? Dem Vernehmen nach klang es wie ein Wal. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch gegen einen überdimensionierten Zombie-Wal kämpfen muss hier oder so. Es wird wohl irgendwas anderes gewesen sein. Aber war wohl so ein Hinweis drauf, Junge, der Endgegner kommt gleich. Nichts dagegen. Nichts dagegen. So. Aber wir sammeln noch alles ein, was wir kriegen können. Wir müssen gewappnet sein. Wir müssen gerüstet sein für das, was kommt. So. Vielleicht kommt da sogar noch mal eine Werkbank. Wäre zumindest ein Hinweis drauf, dass hier ein Energieknoten ist. Ich nehme mal an, es wird bestimmt noch so ein Raum kommen, wo dann noch mal alles da ist. Speichermöglichkeit. Dingens hier, wisst schon. So, ich gucke erstmal, ob das vielleicht von der... Ach, scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich guck gerade mal, ob das vielleicht von alleine oben bleibt, aber natürlich nicht. Und ich habe direkt mal wieder eine Stase verschwendet. Komm. Zieh an, das Ding. Junge? Kriegst du es noch hin? Ja, dankeschön. So, rüber damit. Wenigstens ging der Raum mal relativ schnell. Ich höre seltsame Geräusche hier, die nicht aus dem Spiel kommen. Naja, gut. Gut, schauen wir mal. Die nächste Schleuse, die dritte oder so, vierte glaube ich schon, ne? Die vierte Schleuse, kann das sein? Es häuft sich. Vielleicht ist das jetzt ja endlich mal der letzte Raum. Ich meine, so oft kann es ja nicht mehr um die Ecke gehen. Sonst gehen wir irgendwann einfach im Kreis. So. Haben wir es endlich. Oh ja, das sieht nach Ende aus. Endlich sieht's nach Ende aus. Gott sei Dank, wir haben es noch geschafft. Aha! Say what? Auf Befehl von Captain Matthias versiegelt, ich weiß gar nicht warum. Scheißdreck, was ist das denn? Muss das sein? Muss ich gegen das kämpfen? Ganz ehrlich? Muss es sein? So, davon damit. Fällt das jetzt einfach in die Tiefe? Ach nee. Oh, Scheißdreck. Na, das kann ja was werden. Das kann ja was geben hier. Endgegnerzeit in Dead Space Hausen. Und pünktlich dazu setzt das Hacken wieder ein. Wow, was? Weg mit dir! Du Bastard! So, einmal nachgeladen. Kommen jetzt auch noch solche hier? Ich werd verrückt. Aber das jetzt... sorry Leute, aber dass jetzt die Schnellen hier kommen, ist unrealistisch. Denn die sind ja nur entstanden an Bord dieses einen Schiffes, das wir uns holen wollten, weil sie dort mit dem Singularitätskern in Berührung gekommen sind. Also das kann jetzt aber nicht ganz sein, ehrlich Leute.